kauen Sie denn da unter der Bank, Junge? Ich kaue nicht, Herr Professor, ich habe eine Tablette genommen. Tun? Noch nicht, aber man muss ja aufpassen. Was haben Sie für einen Beruf? Vertreter bei der Hermes-Versicherung. Ziemlich anstrengend. Und Sie, Seibel? Herr Professor, ich erinnere mich, in Geografie waren Sie sehr gut. Was wissen Sie noch? In Liechtenstein zahlt man keine Steuern. Kann ich nicht drüber lachen. Und Sie, Haslow? War es nicht so? Sie wollten in den diplomatischen Dienst. Und bin bei der Post. Aber ich bin ganz zufrieden, Herr Professor. Nun ja, alle Träume erfüllen sich nicht. Doch, Hellberg wollte immer Kunst. Doch, Hellberg wollte immer Kunsthistoriker werden. Und er ist es geworden. Mehrfacher Doktor, Professor, ich lese hin und wieder Ihre Publikationen mit großem Interesse. Besten Dank, Herr Professor. Nichts weiter als Schularbeiten. Die Ihnen in Uppsala den Ehrendoktor eingebracht haben. Immer fleißig, zuverlässig. Das waren Sie nicht immer morgen. Aber Sie haben auch geschafft, was Sie wollten. So ist es. Ich war schließlich doch nicht ohne Ideen. Ungewöhnliche Ideen, meine Herren. Oh. Das ist was. Ja. Bitte schön, bedient euch. Er hat ja nie Respekt vor der Schule gehabt. Am Morgen wird nichts an der Respekt. Sehr, und nachher wird bei mir zu Hause weitergefeiert, aber richtig. Nun seht euch den Palast an. Also... Sozialer Wohnungsbau ist das nicht, Morten. Du, ich könnte dir bei meiner Versicherung so einen Abschluss machen, weißt du, mit ganz besonders günstigen Bedingungen. Naja. Wie viele Zimmer hat denn das Ding? Genug, um euch alle unterzubringen. Johansen, ach bitte, nehmen Sie doch den Herrn das Gepäck ab und verteilen Sie es in die Gästezimmer. Alles steht zu eurer Verfügung. Danke. Macht's euch bequem. Entschuldigen Sie, eine Dame wartet. Sie sagt, sie sei von der Presse und mit Ihnen verabredet. Entschuldigung, lasst euch nicht stören. Fräulein Parker, guten Abend. Guten Abend. Ich habe ja vollkommen vergessen, dass wir miteinander verabredet waren. Sie haben eine Menge zu tun. Ich verstehe durchaus, dass Sie dabei mal eine Verabredung vergessen. Vielleicht kann ich Sie entschädigen. Meine Herren, das ist Fräulein Parker. Sie schreibt so ziemlich für alle einflussreichen Zeitungen. Sie möchte ein Interview mit mir machen und einige Fotos. Und das sind meine ehemaligen Mitschüler. Guten Abend. Wir haben genau vor 30 Jahren zusammen unser Abitur gemacht. Guten Abend. Professor Hellberg, unser Primus, ist uns verloren gegangen. Nehmt Platz. Macht's euch bequem und bedient euch. Was darf ich Ihnen anbieten? Vielleicht später etwas. Und was möchten Sie, dass ich Ihnen erzähle? Wo hast du dich denn umgedreht? Ich bitte um Entschuldigung, ich habe unseren Professor nach Hause begleitet. Er lässt euch alle noch mal grüßen. Die Presse? Sehr erfreut, Hellberg. Der Primus? Man hat mich gebrochen. Ja, ich habe mir erlaubt. Darf ich mich mit meinem Apparat hier ein bisschen umsehen? Ja, glänzende Idee. Machen wir ein Gruppenfoto. Pardon. Machen wir es nochmal. Ich wusste gar nicht, dass du noch an deine Schulzeit denkst, Georg. Ja, du meinst, ich habe keinen Grund dazu. Ich war immer der Faule, um nicht zu sagen, der Dümmste. Ach was. Na gut, warst du nicht gerade. Aber heute kannst du doch stolz sein. Hast einen riesen Konzern, hast ein herrliches Haus, hast einen echten Meister, E.F. EF war Linkshänder. Das Licht sollte daher immer von der linken Seite kommen. Danke. Bitte. Also ich rufe dich übermorgen an, wenn dich meine Bedingungen interessieren. So, zu trinken haben wir genug. Aber etwas fehlt, findet ihr nicht? Moment. Menschenskind, das sind die Ideen. Ja, wo kommen die denn her? Nur damit man weiß, wie man sich benehmen muss. Also, Maxim, wir sind einiges gewöhnt. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Guten Abend, die Herren. Guten Abend, die Damen. Darf ich bekannt machen, Herr Seibel, Herr Zöster, Herr Wonger, Herr Naslum. Guten Abend, Katja. Ciao, ich bin Katja. Ciao, ich heiße Dorothea. Ciao. Ein schicker Schoppen. Ich habe schon schickere gesehen. Kinder, gib mir was zu trinken. Ich verdurste. Gib dir nichts zu trinken. Sie zieht sich sofort aus. Na und? Sie könnte später noch mehr Durst haben. Und was zieht sie dann aus? Ich glaube, das wird ein lustiger Abend. Ich denke, wir verschieben unser Interview doch besser auf ein anderes Mal. Warum? Ich möchte nicht stören. Aber ich bitte Sie. Das kann uns beide doch nicht stören. Wobei? Bei unserer Arbeit.
Darf ich damit anfangen, dass ich Ihnen zuerst einmal das Haus zeige? Und Ihre Gäste? Die sind inzwischen anderweitig beschäftigt. Kann man sich hier nicht zurückziehen? Ich denke, es gibt ja Zimmer, noch und noch. Gleich ziehe ich mich endgültig aus. Du machst dir wohl nicht das Striptease, was? Im Gegenteil, ich bin ein ausgesprochener Striptease-Fan. Ach, wirklich? Ja, ich reise in der ganzen Welt herum und sehe mir die besten Nummern an. Das hätte ich von Ihnen gar nicht gedacht. In Florenz zum Beispiel kenne ich eine einmalige Attraktion. Sie steht auf einer Muschel, nur mit ihren langen Haaren bekleidet. Der Wind kommt, die Haare wehen. Raviniert. Und wie heißt diese Nummer? Die Geburt der Venus von einem gewissen Herrn Botticelli. Man muss die Damen feiern, wie sie fallen. Die Feste, Seibel, die Feste. Ach, sei kein Frosch. Gibt's was Schöneres als die Liebe? Ich glaube, die Liebe ist kein Gesellschaftsspiel. Lass den doch. Vielleicht hat er seiner Frau versprochen, dass er sie heute Nacht nicht betrügt. Stimmt das? Er hat es erraten. Ich habe meiner Frau versprochen. Du bist verheiratet? Er hat seiner Frau geschworen, dass er sie nicht betrügt. Immer noch so ein Musterknabe wie früher. Aber heute schaffen wir ihn. Das hier ist genau das Richtige. Kreuz und quer durch den Garten. So. Auf dein Wohl, alter Junge. Wird exakt nach 15 Minuten. Nein. Quod erat demonstrandum. Also, auf unser Klassentreffen. Nicht schlecht. Begreifen Sie doch, Sie schaffen das nicht. Geben Sie Ihrem Herzen endlich einen Stoß. Weiter fehlt doch nichts. Das glauben Sie. Sie glauben, letzten Endes widersteht Ihnen doch niemand. Das ist Ihr Morgengebet und Ihr Abendgebet, stimmt's? Stimmt. Großwildjagd auf freier Wildbahn? Warum nicht? Haia-Safari? Was ist denn, Professor? Haben Sie zwei Schwestern mitgebracht? Moment bitte. Entschuldigen Sie, wo... Durch den Korridor und erste Tür links. Ihr Gepäck ist schon oben, Herr Professor. Danke.